Dexter, 11 Jahre, behauptet, ich kann mir die zufällige Reihenfolge von 3 Kartendecks, das sind 156 Spielkarten, merken und bin darin besser als Schauspielerin Heike Makatsch. Beide bekommen Zeit, sich die 3 Stapel a jeweils 52 Karten einzuprägen. Nach Ablauf der Zeit müssen sie 3 neue, original verpackte Kartendecks genau in dieser Reihenfolge sortieren. Wer sich mehr Karten richtig gemerkt hat, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Unser Gedächtnisduell ist gestartet. Ich schließe jetzt ein Stück die Tür. So. Sie sehen, die beiden haben jetzt direkt angefangen, schauen sich die Karten an, verknüpfen die Karten mit Bildern, Geschichten, Symbolen. So, die Zeit ist vorüber. So, kommt einmal kurz nach draußen. Ah, der Rauch, der Kopf. Dexter und Heike hatten jetzt. So, das war schon mal ein anstrengender Teil des Duells. Ja. Das sind die Karten in der Reihenfolge, die ihr euch merken solltet. Jetzt nehmt ihr das andere Kästchen und damit geht ihr wieder zurück in eure Box. Das sind jetzt die 9 original verpackten Kartenstacks. Und jetzt gilt es, diese 9 Kartenstacks in genau diese Reihenfolge zu bringen, die ihr euch jetzt gerade gemerkt habt. Okay. Und das werden wir dann gleich überprüfen und dann schauen wir, wie das läuft. Wir haben wieder 2 duale Zahlen. Genau, oder? Ihr geht okay. Wieder rein. Ja, viel Erfolg. Dir auch viel Erfolg. Oh. Es ist wirklich verrückt. 156 Spielkarten, 3 Kartenstacks. Die Zeit ist abgelaufen. Ich hoffe, dass Heike und Dexter ihre Karten fertig sortiert haben. Kommt zu mir nach draußen. Ah, jetzt wird's ernst. Hm. Alles gut? Alles gut. Ah, ich sehe euch beide mit einem guten Gefühl. Wir gehen rüber. Guck mal, weil hier werden wir das Ganze nämlich jetzt zu Ende bringen. Alle Karten sind sortiert. 3 Decks, a 52 Karten. Das Rote, das Blaue und das Gelbe. Ich habe hier ebenfalls 3 Decks. Und anhand dieser Decks werden wir das jetzt kontrollieren. Ja, bereit? Okay, wir können anfangen. So, Dexter, du legst die erste Karte hin. Ich bestätige, richtig. Jawohl. Richtig. Stimmt. Auch das. Ja. 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 Gib mir mal eine Sekunde. Ja. Richtig. Das sind die ersten 52 Karten, die wir jetzt hier gerade aufdecken. Stimmt. Ja. Stimmt. Heike, jetzt kann man nichts mehr tun. Alles ist sortiert. Weiß gar nicht, ob du in der Lage bist, das jetzt hier sozusagen mitzugehen. Bist du selber? Nee, ich habe jetzt gerade meinen Kopf ausgeschaltet. Tatsächlich. Das ist gut. Hast genug angestrengt. Ja. Jawohl. Richtig. Richtig. Langsam. Ja. 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 Jawohl. Und stimmt auch. Die ersten 52 Karten ohne Fehler. Wir legen die so rum rein. Also wieder reinlegen? Ja. So rum. Legen wir so rum rein, dass wir wissen. Wir kommen zum blauen Stapel. Wie gesagt, eine zufällige Reihenfolge von 156 Spielkarten, wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben, die beiden sich gemerkt haben, haben dann 3 original verpackte Kartenstacks bekommen und mussten die in die gemerkte Reihenfolge sortieren. Und jetzt überprüfen wir, ob die neue sortierte Reihenfolge auch die richtige ist. Weiter geht's. Richtig. Ja. Yep. Stimmt. Ja. Ja. Yep. Ja. Yep. Ja.
Ja. Richtig. Stimmt. Ja. 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 Klick langsamer. Ja. 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 Alles richtig bisher? Ja. Stimmt auch. Stimmt. Ja. Richtig. Ja. 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 Richtig. Richtig. Ja. Ja. Warte. Noch zwei. Ja. Und richtig. Das zweite Kartendeck ebenfalls fehlerfrei. Wir kommen zum dritten und letzten Kartendeck. Ja. 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 Korrekt. 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 Langsamer. Ja. Ja. Stimmt. Er ist zu gut. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall richtig gut. Langsam wächst, warte noch nicht. Ja. Ja. Halt, warte mal. Hier haben wir ein kleines Problem. Oh nein. Warte mal, die Karte jetzt oben drauflegen, also die Karte hier auf der. Ja. Warte mal, Moment. Erstmal den roten liegen lassen. Die nochmal drauflegen, dass wir das sehen hier. So, da haben wir die Kreuz 10. Dann kommt bei dir der Karo Bube. Hier kommt der Pik Bube. Ja. Was kommt jetzt bei dir? So. Was kommt jetzt bei dir? Jetzt kommt bei mir Pik Bube. Jetzt kommt bei dir der Pik Bube. Also das heißt, da ist ein, da ist ein Dreher drin. Okay. Okay. Was könnte das sein? Das ist so, jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt stimmt's wieder. Ja. Ja. Und da ist die letzte. Das wäre die letzte gewesen. 156 Karten waren es. Ja. Ja. Und 154 waren an der richtigen Reihenfolge. Ja. Ja. Die haben wir gezählt. Verwunderlich. Aber das war eine super Leistung. Hallo? Ja, du da, ja, dich meine ich. Wenn dir das Video und der Kanal gefällt, dann abonnier ihn doch und denk an die Glocke. Dann verpasst du keine Videos. Also, weiter geht's. Ihr tauscht einmal die Plätze. Vielen Dank. Dankeschön. Dexter, solche kleinen Fehler machen menschlich. Ja. Sonst hätte jetzt irgendeiner gedacht, der jetzt Junge kommt die ist Maschine. Ein Sortierroboter. Aber jetzt, das wird für uns alle jetzt spannend sein zu sehen. Heike Makatsch hat sich 6 Wochen intensiv auf dieses Duell vorbereitet. Hat es vorher nie Kontakt, nie Berührung mit Gedächtnistechnik? Nee. Kann man in dieser Zeit lernen, sich 156 Karten in der entsprechenden Reihenfolge zu merken? Wir beginnen mit dem roten Kartenstapel. Du legst vor und ich bestätige. Auf geht's. Stimmt. Ja. 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 Richtig. Ah. Oh. What? Moment, da muss ein Fehler bei dir sein. Ja, wahrscheinlich. Was hast du nur falsch gemacht, Kai? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ah, okay, gut. Weiter geht's. Oh, da ist irgendein Dreher. Krass. Genau, das ist der Dreher. Also du hast die
Pik 7. Nee, das. Ja. War jetzt vor der Karo 8. Guck mal, du hast jetzt schon einen weitergelegt. Ja, ach so. Hier ist deine Karo 8, hier ist deine Pik 7. Also die hast du quasi vertauscht. Okay, gut. So, dann geht's weiter. Mhm. Jetzt sind wir wieder im Richtigen. Okay. Zweites Deck. Ja. Und du weißt, wenn die beiden Decks, die jetzt kommen, fehlerfrei bleiben. Dann stechen wir. Dann geht's ins Stechen. Aber das ist die Voraussetzung. Okay. Aber wir gucken uns dein Ergebnis sowieso an. Auf geht's. Du fängst an. Heike ist viel mehr an meinen Karten interessiert als an ihren. Kein Stechen. Aber ich kann mir das nur zu gut vorstellen. Du hast so viel und so ehrgeizig geübt. Es macht dir auch tatsächlich Spaß. Ich kann es jedem raten, wenn ihm langweilig ist. Dem Ende im zweiten Deck. Und das zweite Deck ist fehlerfrei. Wow. So, das sind diese beiden Decks für Heike. Jetzt kommen wir zum dritten. Jetzt wird es ja richtig spannend noch. Ja. Die letzten Meter. Du bist halt ein Showprofi. So, bereit? Das entscheidende dritte und letzte Deck für Heike Makatsch. Ja. Sie verfolgen das natürlich gut mit. Alles richtig in dieser Reihenfolge. Oh oh. Really? Stimmt auch. Ah. Richtig! Ja. Und damit... Hatten Sie aber nicht zwei Fehler? Pass auf, das Gute ist ja, Dexter, wir haben ja für solche Fälle, ne, weil es sowas ja auch in Meisterschaften gibt, ja einen Profi bei uns, ne, den ihr schon kennt und unsere Zuschauer jetzt kennenlernen. Boris Nikolai Konrad, komm zu uns. Ne? Hallo. Das ist der Mann, der sich wirklich tipptopp mit sowas auskennt. Komm erstmal hier rum. Sehr gerne. Also du warst ja hier unterstützend in der Vorbereitung und Umsetzung des Duells tätig. Ja, ich bin begeistert bei allen beiden. Ja, oder? Sensationell. So, wie verfährt man? Was müssen wir jetzt zählen an dieser Stelle? Ja, also wir haben ja im Vorfeld überlegt, wie wir das zählen. In dem Fall war ja eine Karte bei Dexter sozusagen an der falschen Stelle. Eigentlich könnte man auch sagen, danach waren alle falsch, weil ja immer ums einen verschoben war. Darum haben wir immer gesagt, wenn eine falsch ist, danach stimmt. Zählt das aber wie zwei Fehler, weil man sozusagen die letzte Karte dann ja auch nicht richtig hatte. Darum ist es ein Unentschieden, wir müssen stechen. Darum ist es ein Unentschieden. Alles klar. Bleib ruhig bei uns, du kannst das ja hier aus der Nähe verfolgen. Ja? Heike und Dexter. Heike, komm ruhig hier an deinen Platz. Genau, perfekt. Dexter, nicht ganz so nah ran und bleib auch ein Stück hier drüben.
So, das ist jetzt ein hochamtlicher Akt. Und auch für das Stechen gibt es ein Prozedere. Und das besagt, wir geben euch jetzt eine Position vor aus einem der drei Decks. Also wir sagen, die 10. Karte aus dem roten Deck, was jetzt das erste wäre, oder die 12. aus dem blauen. Und es geht um eine Karte, eine bestimmte Position aus einem farbigen Deck. Alles klar? Mhm. Ja. Ihr hebt bitte die Hand, wenn ihr glaubt, es zu wissen. Dann muss die Antwort aber auch sofort und richtig gegeben werden. Wir kommen zur Entscheidung im Gedächtnisduell. Es ist das blaue Deck und es geht um die 5. Karte. Herz 2. Oh, nee, 5. Warte, Moment. Wir machen alles, dass es ganz alles seine Ordnung hat. Moment, Heike hatte die Hand zuerst oben. Und jetzt sagst du, was du denkst? 5, Karo. Karo 5. Du hast gesagt Herz 2. Und es ist 1, 2, 3, 4, Karo 5! Und damit gewinnt Heike Makatsch das Gedächtnisfeld. Herz 2 war Position 6. Wir können, müssen und dürfen eins festhalten. Sensationell, was ihr beide hier gezeigt habt. Wirklich also spektakulär. Das muss ja auch nicht unangenehm sein, weil das wirklich toll ist, wenn man sich so intensiv auf etwas vorbereitet hat und diese Leistung dann tatsächlich auch abrufen kann. Weil das wirklich auch toll war, was du gezeigt hast. Dexter, vielen Dank. Wollt ihr noch mehr so freshe Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter. Und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.